So, da stehen wir jetzt, der Roman wird es gleich festhalten, in der schönen Innenstadt der Mozartstadt in Salzburg vorm Landesgericht. Da hatte ja kürzlich der Darian seine Verhandlung. Wir haben damals schon festgestellt, wir haben hier keine blinde Justiz, aber dafür eine, die mit goldenem Schwert richtet. Ganz so golden war das Urteil nicht und deswegen werden wir jetzt den Darian, der hier dazugestoßen ist, wie heute schon angekündigt, einmal begrüßen. Erstmal ein herzliches Hallo. Hallo, servus. Und ich habe natürlich nicht nur diese Schwurbeltasche mit, damit ich da heute lustig Petitionen und Volksbegehren, Unterstützungen einsammelt habe und weil ich noch voller Stolz mein Urteil vom Landesverwaltungsgerichtshof mit mir rumtrage, sondern da ist natürlich ein bisschen Material drin. Wir werden nämlich jetzt hier, der Roman wird einfach festhalten und mitgehen. Vorm Justizgebäude Salzburg, wo Landesgericht und Staatsanwaltschaft quasi ortskundig sind, ein bisschen Aufmerksamkeit erregen für den Marian. Er hat ja, wie gesagt, in Berufung gehen müssen, um gemäß dem alten Lateinerspruch in dubio pro reo, also im Zweifel für den Angeklagten, entsprechend der Sachlage eventuell freigesprochen zu werden. Ich hätte in diesem Falle gesagt, wir haben da ein bisschen was vorbereitet, also sozusagen eine Elvis-Kochshow. Nein, es gibt keine Erdnussbutter-Bananensandwich, muss ich euch enttäuschen, sondern wir haben hier schön erklärt, zum Lesen, auf tragisch dunklem Hintergrund. Das reflektiert, ich muss so ein bisschen. Genau, das ist dabei mal was. So, wir haben hier schön zum Lesen auf trauerschwarzem Hintergrund, um was es geht. Das packen wir jetzt, nachdem zum Laminieren keine Möglichkeit bestanden hat, umweltbedenklich in lustige Folien. Und dann habe ich natürlich in meiner Schwurbeltasche, damit ich mich richtig auszahle, weil Vorbereitung ist ja angeblich das halbe Leben. So. Noch ein bisschen Büroware. Auf hier. So. Theoretisch sollte das dann. Kann das stimmen? Ja, kann stimmen. Ja, starker Drucker. Das habe ich nicht vorbereitet, falls wer fragt. Ihr wisst ja, latenter Schlafmangel. Aber ärgern mit allem Möglichen. Aber alles halb so tragisch. Wir haben ja die Schwurblertasche mit, wo alles Notwendige drinnen ist. Zwar brauchen wir. Die sind auch passend zum Drama. Und das ist die extra starken Kabelbinder. In eine Zweier auf den Sicherheitsabstand einhalten, Mund, Nasen, Bedeckung tragen. Ja, nein, weiß nicht, aber Angst. Mit der Menschheitsgeschichte. Ja. Soll ich hier nicht? Mach mal drei, da ist ja irgendwie. So. Das ist total nett, aber mein Spruch ist eigentlich immer, mir ist nicht mehr zu nerven. Das ist auch tatsächlich so was. Jetzt wird's fest. Du brauchst meine Pannen nicht filmen. Desinfektionsschleusen in öffentlichen Einrichtungen. Alleine sterben lassen ist Nächstenliebe. Wahre Freiheit findet in der Isolation statt. Selber denken gefährdet das Allgemeinwohl. Impfung ist Nächstenliebe. Nähe vermeiden für immer. Opfert alles der Hygiene. Trennt euch von den Gefährdern. Schützt die Ungeborenen,
verzichtet auf ihre Zeugung. Nachdem ihr das Auge mitliest, machen wir das natürlich ästhetisch wertvoll. Verratet eure Nachbarschaft. Regelbrecher an die Wand. Sorgen wir ordnungsgemäß. Gefährder in die Einzelhaft. Damit haben wir mal eine Seite. Da unten gibt es dann eine Bushaltestelle. Da kommen viele Menschen vorbei. Da werden wir das Drama wieder wiederholen. Maskenpflicht ein Leben lang. Ja, hier. Impfgegner entrechten. Einfach die hier mal kurz halten. Fügt euch der Normalität. Machen wir da einen Schlüssel an den Seiteneingang. Maskenleugner ächten. Ist Solidarität. Ja. Kontaminierung vermeiden. So, das Praktische ist, da haben wir gleich wieder ein Mistkübel bereit. Absolute Keimfreiheit. Dankeschön, Dankeschön. Körperkontakt schafft Leiden. Ich gehe natürlich davon aus, dass sich die vielen guten Menschen in dieser Stadt, die die Meinungsfreiheit in Form von Aufklebern nicht zu würdigen schätzen oder einschränken wollen, indem sie dieselbigen immer runterglätseln, also sich quasi gegen Friedensaufkleber, gegen Neutralitätsaufkleber und ähnliches austoben, auch diesen Spendenaufruf wahrscheinlich nicht lange hängen lassen werden. Aber mein Gott, na, ich glaube, ein Bepokertes hat irgendwann einmal gesagt, dass gegen Dummheit selbst Götter vergeblich kämpfen. Also ja, lassen wir das also. So, da haben wir jetzt gleich viel Autolärm, da wird eigentlich gar nicht viel zu sagen sein. Wir haben da quasi eine unglaublich schöne Bushaltestelle. Das ist ein Ort, wo viele Leute zusammenkommen und deswegen machen wir da auch. Die Frage ist, wo? Die Frage ist, wo? Sicher ist nur Einsamkeit. Maskenpflicht für Neugeborene. Unser Atem tötet. Sicher bist du nur in der Isolation. Sei immer gehorsam. Impfung ist Nächstenliebe. Nähe vermeiden für immer. Opfert alles der Hygiene. Schütze deine Liebsten. Lass sie allein. Trennt euch von den Gefährdern. Schützt die Ungeborenen. Verzichtet auf ihre Zeugung. Schatten. Kein Mensch kann sie wissen, kein Jäger erschießen mit Pulver und Blei. Die Gedanken sind frei, mit Pulver und Blei. Die Gedanken sind frei.
Die Gedanken sind frei, so heißt es schon lange. Trotz Knechtschaft und Tyrannei, wir waren nicht bange und konnten im Herzen stets lachen und scherzen. Dachten dabei, die Gedanken sind frei. Dachten dabei, die Gedanken sind frei. Die Gedanken sind frei. Doch jetzt hab ich Bedenken, es gibt da so mancherlei, damit kann man sie lenken. Es gibt da so Maschen, da kann man sie waschen. Und schon eins, zwei, drei, sind sie nicht mehr ganz so frei. Und schon eins, zwei, drei, sind sie nicht mehr ganz so frei. Die Gedanken sind frei, so frei wie die Presse. Und denkst du, dass es anders sei, dann gib's auf die Fresse. Sie wollen dich lenken, dein Wissen und Denken. Und vielleicht schon im nächsten Mai kommt die Gedankenpolizei. Und vielleicht schon im nächsten Mai kommt die Gedankenpolizei. Denn ob CIA oder NSA, sie liegen auf der Lauer. If you don't go the right way, ja, da werden sie sauer. Sie bringen sie zum Schwanken, deine eigenen Gedanken. Und du glaubst so nebenbei, die Gedanken wären frei. Und du glaubst so nebenbei, die Gedanken wären frei. Kann man von jeder Seite lesen, also hält schnitterfrei, sehr schön. Dann kann ich mein Schwurbler-Zeug jetzt ordnungsgemäß wieder adjustieren. Die Gedanken sind frei, solang sie nicht stören, doch auf Verderb und Gedeih, weißt du, wem sie gehören? Monsanto und Banken und den Öllieferanten, den Algorithmen von Google, besser gib dir die Kugel, dann ist alles vorbei. Einen haben wir noch, den bringen wir jetzt noch beim großen Seiteneingang an. Die Gedanken waren frei, dann ist alles vorbei. Die Gedanken waren frei. Und dann hoffen wir mal, dass ein paar aufmerksame Salzburger Spaziergänger da ein Auge drauf haben, sich dafür interessieren, wer Darian H. ist, sich eventuell im Internet mit dem Spendenaufruf auseinandersetzen und vielleicht im Sinne der Gerechtigkeit in diesen harten Zeiten einen kleinen Beitrag leisten, damit das mit dem zweiten Verfahren funktioniert. So, jetzt ist die Frage, da haben wir so unglaublich viel Platz und Zeug und Sachen. Ah, wo wollen wir denn? Die Hersteller sagen, dass ihre Masken nicht gegen Viren schützen. Warum tragt ihr Masken? Eine neue Stanford-Studie sagt, Lockdowns sind wirkungslos. Warum lasst ihr euch einsperren? Es ist wahrscheinlicher, Nebenwirkungen der Impfung zu bekommen, als die Covid-Erkrankung. Warum lasst ihr euch impfen? Das menschliche Immunsystem braucht Kontakt. Warum haltet ihr Abstand? Kinder brauchen Bewegung. Warum sperrt ihr sie ein? Eine Krankheit, die man testen muss, um zu bemerken, dass man sie hat, ist keine gefährliche Krankheit. Warum habt ihr Angst? Politiker werden seit jeher von der Wirtschaftslobby gesteuert. Warum vertraut ihr ihnen immer noch? Alte Menschen brauchen Nähe. Warum isoliert ihr sie? Das Gesundheitssystem war nie überlastet. Warum nehmt ihr die Maßnahmen hin? Danke für die Entscheidungsfindung. Die Grippe ist plötzlich verschwunden. Stattdessen gibt es Corona. Wann stellt ihr die richtigen Fragen? Wenn die Regierung an unserer Gesundheit interessiert ist,
Warum spricht dann keiner über die Stärkung unseres Immunsystems? Der Impfstoff verhindert keine weitere Ansteckung. Warum sollen wir uns dann impfen lassen? Roman, danke für die Unterstützung. Zigtausende Menschen sterben durch die Maßnahmen. Warum spricht niemand darüber? Kritiker der Regierung werden zensiert und diffamiert. Muss wieder her, ne? Ist das noch Meinungsfreiheit? Robert F. Kennedy Jr. hat am 29.08.2020 in Berlin gesprochen. Warum haben die Medien darüber nicht berichtet? Es gibt weltweit keine Übersterblichkeit. Warum spricht man dann trotzdem von einer Pandemie? Wenn die Pandemie so schlimm ist, warum wurden dann letztes Jahr 20 Krankenhäuser in Deutschland geschlossen? Die Regierung will, dass ihr Angst habt. Warum glaubt ihr, sie will euer Bestes? Informiere dich. Kurz, wir bitten dich, zerstöre uns. Nehammer, wir bitten dich, zerstöre uns. Anschober, wir bitten dich, zerstöre uns. Drosten, wir bitten dich, zerstöre uns. Van der Bellen, wir bitten dich, zerstöre uns. Vater unser im Inneren, gepeinigt werde dein Sklave. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie auch immer, ohne Herzen. Unser täglich Verbot gib uns heute und vergib uns unsere Geduld, wie auch wir vergeben unserer Entschuldigung. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern verhöhne uns mit Skandalösen. Denn dein ist das Leid und der Hass und die Verwerflichkeit in Ewigkeit. Atmen. Kurz, wir bitten dich, zerstöre uns. Nehammer, wir bitten dich, zerstöre uns. Anschober, wir bitten dich, zerstöre uns. Drosten, wir bitten dich, zerstöre uns. Van der Bellen, wir bitten dich, zerstöre uns. Staat der Stummen und Blinden, gesteinigt werde das Wahre. Dein Schein komme, dein Schwindel geschehe, wie beim Prinzen so beim Schergen. Unser täglich Hohn gib uns heute und vergib uns unseren Puls, wie auch wir vergeben unseren Pulsmachern. Und führe uns nicht in die Zuflucht, sondern entblöße uns für das Böse. Denn dein ist die Pein und die Last und die Herzlosigkeit in Ewigkeit. Atmen. Kurz, wir bitten dich, zerstöre uns. Nehammer, wir bitten dich, zerstöre uns. Anschober, wir bitten dich, zerstöre uns. Drosten, wir bitten dich, zerstöre uns. Van der Bellen, wir bitten dich, zerstöre uns. Für die nächste Aktion. Gehe davon aus, es ist ja mitten im Versöhnungsprozess noch nicht aller Tage Abend. Vielleicht muss man ja demnächst nochmal für jemanden eine Solidaritätskundgebung machen. Und sollte dem so sein, dann haben wir gleich einen Kabelbinder über. Wie sag ich als alter Rockhaus-Mitarbeiter, Gafferbandel, Kabelbinder und Leatherman oder wüsst Pfuschen. So. Kerzer kommt da nicht rein. Stab der Hunde und Rinder. Gereinigt werde dein Kader. Dein Keil komme. Dein Winde verwehe, wie die Kinder so die Eltern. Unser täglich Schrot gib uns heute und knie vor unseren Kult.
wie auch wir knien auf euren Pulsadern. Und führe uns mit der Route. Komm und erlöse uns von dem Schönen. Denn dein ist der Neid, die Niedertracht und die Beschwerlichkeit in Ewigkeit. Atmen. Ja, du brennst. Machen wir das ganz vorsichtig, damit wir das Wachsen wieder zum Flamme auslöschen. So. Der Roman hält fest, die Kerze brennt, auch wenn es eigentlich noch viel zu hell dafür ist. Da geht es um die Symbolwirkung. Die lieben Kleinen merken auf, wenn sie das daheim nachmachen. Wichtig ist, dass die Kerze weit genug vom Papier weg ist, könnte es uns zu brennen anfangen. So, dann haben wir das geklärt. Damit sind wir für heute raus. Der Darian hat gefilmt, der Roman hat gefilmt. Ich habe wie immer viel zu viele Worte gemacht und ja, wir haben heute dreimal die Tiefgarage aufgesucht im Sinne von besseren demokratischen und gerechteren Lebensumständen in dieser Wahldemokratie. Damit für heute genug. Der Darian, der Roman und ich werden jetzt irgendwo noch einkehren, um den Abend ausklingen zu lassen, wenn wir es mal ohne Regen schaffen und ich heute meinen einzigen freien Tag in den nächsten, keine Ahnung, 6-7 Tagen habe. Und damit verabschieden wir uns. Der Roman wird wahrscheinlich den Hut ziehen und gehabt euch wohl sagen. Atmen. Ich sag Baba allen Lebenden, also Genesenen, Gestorbenen und allen, die heute noch nicht unter die Machete gekommen sind. Plural. Baba.